Erstes Level sind auf jeden Fall die verbotenen Feuerlande. Mit 4 Waddle Dees. Das könnte tatsächlich auch sehr, sehr schick aussehen, weil ich finde, das Spiel ist generell visuell sehr ansprechend. Und dann so mit der Lava, Magma, was war nochmal was? Eins war im Vulkan, eins war außerhalb, oder? Magma ist, glaube ich, außer. Nee, im. Unter der Erde und Lava ist aus. Über der Erde? Überirdisch? Das sieht so ein bisschen aus mit der Straße wie. Wie heißt das Level in Sonic? Diese apokalyptische Stadt. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja. Ruin City? Sowas? Das sieht sehr stylisch aus schon mal. Aber die Kamera ist sehr nah dran. Ja. Aber guck mal, die, ich sag mal, Meteoriten, die da runterkommen, mehr oder minder, die sehen schon sehr cool aus. Auch die Lava, richtig schick. Das war ein Schritt zu weit. Hallo. Der Anführer da oben. Ja. Kommen sie runter. Kannst du den runterbomben, wenn du so einen Schafott kaputt machst? Sie war stets bemüht, die Bombe. Nee. Müssen wir gleich mal gucken. Wahrscheinlich runterschießen? Oh, oder springt er von alleine? Oder? Moment. Von hier? Ah ja. Ah, besiege 2 spähende Kleffis. Ich hatte gerade nur kurz den Chat gelesen, deswegen stand ich wahrscheinlich gerade irgendwie etwas wie angewurzelt in der Gegend rum. Ah, die geht auch runter. Heißt, wir werden sicher hier und da mal so ein bisschen Zeitdruck haben, wenn da... Da hinten! Schnell, komm hin! Ja. Nein! Ich war schon fast beim Schalter! Na, okay. Also heißt ich ja. Ich wollte eigentlich gucken, ob da noch was anderes ist. Deswegen bin ich halt da stehen geblieben erstmal. Und im Hintergrund geht eine Meteorit runter und denkt sich so, nope. Ah, du kannst ja doch drauf. Tada! Okay. Oh, das heißt, wir müssen auch wieder ein bisschen beeilen. Komm her, schnell! Ja. Run! Ja, die Musik hier ist auch richtig gut. Ich bin echt gespannt, wie am Ende mein Ranking sein wird mit Welten. Also aktuell auf jeden Fall noch Freizeitpark und Eiswelt ganz vorne. Kann ich nachvollziehen, ja. Weil Freizeitpark fand ich halt legitim super spaßig. Und ich bin halt immer der größte Fan von Eiswelten, deswegen das überrascht natürlich niemanden. Aber die Welt hat auf jeden Fall auch sehr viel Potenzial, wobei alle Welten gut waren. Also war jetzt keine bei bis dato, die ich schlecht fand. Nee. Kein Schlemmerland. Oh, das Schlemmerland. Wobei das, glaube ich, auch nur meine Meinung ist, habe ich so das Gefühl. Huch. Ist hier noch was drin? Irgendwie nicht. Moment. Andere Idee. Mal angreifen da drin. Hätten da vielleicht irgendwie solche Blöcke oder sowas sein können. Nein! Jan! Er respawnt. Er ist wichtig. So. Ist hier irgendwas?
Da kann ich durch den Zaun durch mich bohren. Ja. Aha. Ja, aber schon mal den zweiten. Achso, und da ist halt der Bohrer. Hier durch? Bohren da? Moment. Nee. Wohin der glitzert noch? Gehen wir mal ein Stückchen nach links. Was sah das nicht so aus, als hätte was geglitzert? Ich glaube, das sieht nur so aus. Aber da glitzert was. Mhm. Ist hier unten noch was? Da oben wäre auf jeden Fall gerade noch was, habe ich gesehen. Ha! Geheimer Weg! Das ist nicht der beste Ort, um ein Nickerchen zu machen. Nice. Verdienste? Ganz viele Verdienste. Oh, war sogar eine Geheimmission. Ja. Ne, die geheime Passage. Und eine rote Kapsel. Heißt, haben wir schon mal zwei Geheimmissionen. Ja. Irgendwie hat er ein bisschen länger gebraucht. Willst du den Bohrer mitnehmen? Jetzt nicht mehr. Okay. Irgendwie hat er ein bisschen länger gebraucht zum Kaputtgehen. Irgendwie waren aber diese Gegner hier auf dem Hinweg nicht. Oder? Ah nee, wir sind ganz woanders wieder rausgekommen. Ja. Oh. Wo dachtest du, sind wir denn? Ich dachte, wir sind da, wo wir gerade gestartet haben. Irgendwie. Rechts wäre noch ein Bohrer, falls du möchtest. Ja, hier geht's auf jeden Fall hoch. Wo geht's denn? Kommt man hier überhaupt hoch? Kann man eigentlich einfach drumherum fliehen? Nevermind, bohr dich durch. Nein! Um Gottes Willen. Nein. Ja, wir haben verkackt. Töten? Einfach zurück. Ja, aber das Ding kommt ja nicht wieder, oder? Ich wollte halt hier einmal hochgucken, ob hier vielleicht irgendwie so ein ist, wo man so ein Geheimlevel oder sowas findet. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass da die Bohrpassagen weg sind. Das kommt ja nicht wieder. Nee. Deswegen meinte ich, ob wir uns... Hör auf mich zu heilen, ich will mich töten! Bin schneller! Ja, weil du mich geheilt hast! Na, ich glaube, du gehst... Oh, du nimmst weniger Schaden. Das sieht total bescheuert aus, aber... Ich glaube, das Problem war, dass wir irgendwie gedanklich noch so waren, gehen wir jetzt da lang oder gehen wir links lang? Und dann ist das Ding schon runtergekommen und ja... Wo starten wir jetzt wieder? Hier. Direkt davor. Okay. Okay, hat nichts gebracht. Wollen wir nochmal zurückgehen und gucken, ob wir das... Nee. Nevermind. Nein! Warum passiert mir das immer? Wo du es im Sprung aktivierst. Secret! Ah, wahrscheinlich auch auf Zeit. Es geht doch, ja, eben unter. Dann... Grab it! Nice. So. Dann wahrscheinlich einmal hochporten. Bist du Nummer 3? Nice. Okay. Und Wasser. Okay. Kann man in der Lava-Welt immer gebrauchen. Ja. Bin jetzt nur nicht mehr ganz so mobil. Aber du kannst hier auf jeden Fall eine Menge löschen. Und wir haben... Und hier wären wir wahrscheinlich sowieso entlang gekommen. Ja. Achso, hier gibt's auch noch neues Wasser. Toll. Dann muss ich ja gar nicht so sparsam damit umgehen. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht ein bisschen beeilen. Ich sehe den Waddle Dee. Wo muss ich? Kannst du den Meteoriten löschen? Ah!
Ah, da hättest du dich durchgraben können. Jetzt geht's nicht mehr. Ja, aber das ist doch auch gemein, wenn man hier so voll mit Wasser ist und dann so, ja, dann muss ich da durchgraben. Das ist doch voll der gemeine Bait, oder sehe ich das jetzt falsch? Schon, ne? Weil ich kann mich ja nicht graben, während ich voll mit Wasser bin. Nee. Ich ging jetzt davon aus, dass man sich mit dem Wasser halt beeilen muss. Ja, dann. Töten? Ja. Sowas finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen gemein, wenn das Spiel dir irgendwie, beispielsweise die Passagen mit dem Super-Lolli, wo du unverwundbar bist, und dann ist da aber was versteckt, wo du halt quasi dazu genötigt wirst, da schnell durchzurennen und dann mal, rennst... Mal, bevor du reinspringst, dass deine Unbesiegbarkeit weggeht. Hm. Jetzt. Und dann rennst du halt dementsprechend an was vorbei und jetzt halt genauso, du kriegst halt das Wasser direkt davor, denkst, okay, das brauche ich dann vermutlich, um den Waddle-Dee zu retten. Und dann ist es eigentlich so, dass du den eben nicht brauchst, den Wassertank. Das finde ich gemein. Bin ich jetzt tot? Ja. Oh, ich lade mich wieder auf. Also, wo kommen wir jetzt raus? Das heißt... Was? Nein! Spiel bitte! Du bist gerade mal zweimal gestorben. Stopp. Du hast deinen Bohrer nicht mehr. Nee. Schmeiß mal dein Wasser einmal raus. Weil hier links, glaube ich, war noch ein Bohrer. Beziehungsweise hier drin ist einer. Ah ja. Können wir einfach wieder hier zurück? So. Jetzt einfach nur durchlaufen. Vor allen Dingen, Spiel, ich habe mich ja nicht getötet, weil ich schlecht bin, sondern weil ich noch an den Waddle-Dee möchte. Ah, deswegen brauchst du das Wasser von Anfang an, damit du die Kugeln schon kaputt machst. Damit du alle 7 kaputt haust. Gab es dafür ein Achievement? Ja, wenn du alle 7 davon kaputt machst. Aha. Kommst du da noch rechtzeitig hin? Niemals. Nee, du musst alle 7 kaputt machen. Dann kommst du allerhöchstens rechtzeitig hin. Ja, aber wie? Indem du sie mit Wasser alle kaputt spritzt. Aber wenn ich sie alle mit Wasser kaputt spritze, dann bin ich ja fett. Ja. Und dann, ja, bin ich nicht schnell genug. Also du willst, dass ich alle 7 Kugeln mit dem Wasser kaputt mache, dann mein Wasser wegschmeiße und mich dann da durchbohre? Ja. Das finde ich aber irgendwie sehr knapp bemessen, weil das haben wir ja gerade versucht beim ersten Mal und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, du hast nur auf den Großen gezielt, nicht auf die Kleinen. Aber wenn ich die Kleinen dann alle... Also... Der Boden geht ja nur kaputt, wenn die Meteoriten drauf einschlagen. Ach so. Weil mein Gedanke war jetzt, ich habe es beim ersten Mal ja so gemacht, dass ich alles gelöscht habe und so. Und der Boden ist trotzdem kaputt gegangen. Also dachte ich, okay, du musst halt alles löschen. Dann schnell den Bohrer nehmen und dich dann durchbohren. Aber du meinst jetzt, ich habe quasi im ersten Versuch einen Meteoriten nicht erwischt. Und deswegen ist der Boden kaputt gegangen? Du hast halt nur einen von den 4 erwischt, deswegen. Die anderen 3 haben eingeschlagen und ja. Jetzt müssen wir nochmal durch das Geheimlevel durch. Oh, nevermind, müssen wir nicht hochporten. Mhm. Schon wieder den Teleporter geklaut. Ja, weil wie gesagt, ich ging jetzt davon aus, okay, man muss irgendwie beides kombinieren und das fand ich dann schon ganz schön krass. Dann renn du aber bitte vor und töte die Gegner, weil ich musste gerade über die Gegner drüber springen, ja, weil die noch da waren, weil du sie nicht getötet hast. Okay, das heißt, du zielst jetzt gleich direkt auf die Meteoriten hier links und rechts. Also den da zum Beispiel. Und hier links. Und gleich rechts auch noch einen. Ja, und dann kam der Gegner. Kannst du bitte deine Aufgabe erfüllen? Den kann ich nicht töten, wenn er in seinem Super-Speed-Modus ist. Und tschüss. Sonst müssen wir die dann noch erwischen. Get them! Oh Gott! Yo! Hab ich alle? Yes! Und jetzt kannst du auch noch Waddle die noch dran. Okay. Das war knapp. Ja, aber das ist so dieses, Jan, geh du bitte voran und töte alle Gegner, damit ich denen nicht ausweichen muss. Jan tötet keinen einzigen Gegner. Ja doch, den einen, den kleinen. Den großen kann ich nicht töten. Das war ein bisschen belastend. Ich konnte ihn nicht töten. Ja, ja, ja. Wenn er in seinem Ansturmmodus ist, kann ihm kein Schaden zugefügt werden. Dann töte ihn doch einfach vorher. So schnell bin ich nicht an ihm dran. Dann bist du halt einfach schlecht. 9. Kannst du auch mal eingreifen? Nicht so wirklich. Dann habe ich das aber falsch verstanden, weil ich wirklich dachte, beim ersten Mal hätte ich halt alle schon erwischt. Deswegen, als du dann meintest, ja,
Du musst halt alle 7 erwischen. Und ich dann meinte, ach, das war die Geheimmission, ging ich davon aus, ach, die haben wir ja schon geholt, die Geheimmission. Und du meintest ja, ja. Und deswegen, wie gesagt, ich habe es falsch formuliert, aber ich meinte dann, weil du meintest ja, ich kann das nicht erklären. Wir haben es am ersten Mal gemacht. Ich ging davon aus, wir haben alle Feuerkugeln erwischt und das hat trotzdem nicht geklappt. Deswegen dachte ich, okay, du musst halt schnell auf den Bohrer wechseln an dem Ende. Hab das auch versucht zum Ausdruck zu bringen. Du hast mir zugestimmt, weil du nicht verstanden hast, was ich gesagt habe. Dann habe ich gemeint, ach, das war die Geheimmission mit den ganzen Kugeln. Du hast zugestimmt. Ich ging davon aus, okay, wir haben die schon, aber wir hatten sie einfach gar nicht. Also war es eigentlich ein Kommunikationsproblem. Wie immer. Ja. Gut. Weil ich der Meinung war, ich ergebe schon Sinn und du hast einfach abgenickt. So wie ich es verstanden habe, hat es auch Sinn ergeben, aber wir haben es beide anders verstanden. Du hast A gesagt und A gemeint und ich habe A gehört, aber B verstanden. Nun. Dieses gefräßige Reptil verputzt seine Gegner am Stück. Sobald es sein Opfer erspäht, geht es schlängelnd auf Verfolgungsjagd. Dank seines elastischen Körpers kann es selbst Dinge verschlucken, die auf den ersten Blick viel zu groß erscheinen. Moment mal, klingt irgendwie vertraut. Hast du eigentlich immer noch das eine Bild auf deinem Desktop mit Kommunikation als Meme, weil unsere Kommunikation manchmal so schlecht ist? Ja, das habe ich seit Jahren schon da drauf. Haben wir mal auf Anhieb geholt. Ja, naja, mehr oder minder, weil wir uns zweimal in den Tod gestürzt haben. Ja. Passt schon. Hat keiner gesehen. Mm-mm. Haben alle gerade weggeguckt. Die Musik. Okay. Marsch auf der Inferno-Straße. Mit 5 Waddle-Dees. Mhm. Gracie, das klingt irgendwie so, warum hast du einen Ali und ich nicht? Jeder möchte einen Ali haben. Sure. Gracie, in diesem Fall gilt wieder, Kommata können Leben retten. Jetzt klingt das nämlich so, als würdest du Ali gerne haben wollen. So, ich möchte auf jeden Fall meinen Bohrer loswerden. Mhm. Aber solche Level, wo links und rechts Lava sind, ist, mein Deutsch ist auch schon verbrannt, sind auch prädestiniert dafür, dass die gleich ansteigt. Oh! Er soll das Essen klauen! Aua. Wer würde es nicht tun? Brauchen wir den Hammer für irgendwas? Wir werden es nicht herausfinden. Nein. Bin ich da durchgekommen? Oh. Moment, ich muss mir erstmal in Sicherheit bringen. Norkas, danke schön für 15 Monate Treue. Super lieb von dir. Oh, da ist ein Waddle-Dee. Ja, von hinten irgendwie. Moment. Ist da oben noch ein Gang zur Seite gewesen? Nee, hier nicht. Neben der Kanone auch nicht. Von der anderen Seite dann? Können wir noch mal ein Stück weiter gehen? Wunderschön für dich abgefangen. Hier. Mm. Denke ich. Maybe. Ah ja. Aha. Perfekt. Wo bist du? Hinter dir. Mein Sonnenlicht. Ich suche dich, aber du verbrennst dich. Ein bisschen. Random Bombe da oben. Wieso gehst du jetzt schon wieder vor? Ich wollte hier einmal hochspringen. Das klingt immer so vorwurfsvoll, aber in dem Fall ist es ja schon logisch, wenn ich vorgehe. Ich habe schon wieder vorgegangen. Moment. Das sollte gar nicht so vorwurfsvoll klingen. Nur ein bisschen. Was? Nein! So. Ah! Da wird wieder das Fleisch geklaut von denen. Kann man aber hier rumfliegen? Huch! Der Wilde Icebird! Den kannst du auch sicher gleich noch gebrauchen. Da
Das kann sehr gut sein. Please don't eat me, Senpai. Please don't hit me, Senpai. Machst du den Rest? Hallo. Läuft. Wenn ich sterbe. Ha! Kill geklaut. Das ist schon frech von dir. Okay. Wie ich sehe, ist die Wüste etwas wärmer geworden, als ich gedacht hätte. Die Wüste ist auch schon vorbei. Wir sind jetzt schon in der nächsten Welt. Ist das sogar Eis hier? Ja. Ja. Kannst du das, die Lava einfrieren einfach? Er kann da wahrscheinlich einfach drüber. Ja gut. Achso, ich wurde wieder in deine Scheiße reingezogen. Nein! Aber ja, das war schon... Das war schon richtig. Hilfe. Dann surf da mal drüber. Flop. Und einmal aufmachen, bitte. Ach ja, ich kann ja jetzt Eiszapfhagel. Wait. Ah, nice. Ist da unten rechts noch was gewesen? Nee, ist wahrscheinlich zu weit unten. Ja, stimmt, du kannst jetzt das, was die ganze Zeit die Schneemänner immer einsetzen. Ja. Nein! Kannst du da oben einmal? Oh, wei. Also, ich kann schon mal hier einmal zwischenlanden. Irgendwas muss da drauf fallen. Ja. Nach rechts weitergehen und gucken, dass da irgendwas kommt. Aha. Oh Gott, gut, dass ich den Boden nicht berührt habe. Oh Gott! Ganz knapp. Nice. Ich passe nicht durch die Tür. Auf Zeit! Was müssen wir machen? Wahrscheinlich da hinten den Container fressen. Und dann aufmachen. Oh, links. Ah. Jetzt lass da. Mit schnell rüber. Hoch. Und raus. Nice. Hast du gut gemacht. Yay. Das waren mehr Fähigkeiten, als ich gedacht hätte, die man hier braucht. Mhm. Das ist schon knapp bemessen, ja. Also machbar natürlich, aber... Dann einmal da rechts runter. Mhm. Nun. Ja gut, wenn er so voll ge... Von hier unten. Von oben, von oben. Von oben? Von oben. Nicht von unten? Oben ist offen. Wenn man so vollgepackt ist mit Stacheln, sieht man halt nichts mehr vor sich. Jetzt nur wieder raus. Wenn ja, ich weiß, wie man Videospiele spielt. Nein. Nö. Dann esse ich mein Eis jetzt alleine und gehe. Ich hab mein Geld geholt. Bleib jetzt hier unten. Kriegst kein Eis. Päh. Doch. Der Entdecker. Einfach aus dem Mund geschnappt. Brauchen wir den? Nimm den mal mit. Ja. Kannst wahrscheinlich sicher die Dinger an den Seiten dann einfach abschießen, damit die nicht mehr auf dich schießen. Ich sehe schon Geheimmission, komme hier durch, ohne eins von den Dingern abzuschießen. Oder schieße alle ab. Oder das. Wobei, wenn es hieß, er schießt alle ab, dann hätte er wahrscheinlich von vorher gezählt.
Jo. Ob ich das vervollständigen kann? Sind die einfach davon runtergefallen? Hm. Shoot him! Robbe! Oh. Aha. Boost hin! Oh, das Ding dreht sich einfach weiter. Ich dachte, es bleibt stehen. Ja, das dachte ich auch. Hinter dir. Wie so ein Boost einfach. Das heißt, ich bin einfach direkt drauf. Ja, gut. Ich habe die Runde verpasst. Es ging aber auch irgendwie schneller im Kreis als gedacht. Also ich kann wahrscheinlich auch wieder draufbleiben, oder? Um nach rechts zu kommen. Jo. Kannst du die? Ja. Ich wollte auch mal hinterher. Okay. Oh. Ist sogar der richtige Weg gewesen anscheinend. Ah nee, das ist optional. Nein, mein Baguette. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Hab's gar nicht gesehen. Einmal ins Boot landen. Kann ich auch nochmal zurück? Ist aber ein sehr feuerfestes Boot. Mhm. Wir müssen einmal erstmal unseren Schatz. Genau. The final one. Ja, stimmt. Jeder Franzose immer. Oh no, mein Baguette! No, no. Mon baguette du fromage. Ich fahre doch safe. Ja, ich fahre auch gleich einmal rum. You okay? Ja. Aha. Aha. Eine Geheimmission. Aber eine fehlt noch, oder? Kann gut sein. Bist du ja nicht. Egal. Oh. Da! Der. Oh. Oh. Gut, dass du den noch hast. Oh. Na gut. Der Weltraumentdecker. Aber trotzdem, auch wenn es nicht die Geheimmission ist. Ja. Ist hier oben noch was? Hauptsache die blaue Pause. Ja. Na gut. Mal gucken, was die andere Mission gewesen wäre. Hm. Der eine Kugelblitz, der da rumläuft. Ja. Das heißt aber, du musst die so lange behalten. Ja. Oder killst du den One-Hit? Weil du musst ja bedenken, wenn du es alleine machst, musst du ihn ja theoretisch damit One-Hitten. Theoretisch schon, oder? Ja. Wo war der wilde Eisberg nochmal? Der war einfach ganz normal auf dem Weg, ne? Ja, aber wir haben die Eisfähigkeit dann mitgenommen. Ja. Das sind aber auch so Sachen, da musst du halt erstmal drauf kommen. Die Feuerhölle im Kraftwerk, yo. Aber gut, dass wir am Ende die Blaupause auf jeden Fall auch noch mitgenommen haben. Mhm. Wir könnten bei Gelegenheit den Waddle Dee mal fragen, ob wir was verpasst haben. Das ist Alex, danke schön für 39 Monate Treue. Gracie, hast du heute irgendwie eine besondere Verbindung zu Ale? So langsam habe ich das Gefühl. Deine Fähigkeit schon mal wegwerfen? Gleich direkt einsaugen kannst, die Kugelblitz. Ja, die stand, glaube ich, irgendwo oben auf einer Ecke. Ja, die wollte da irgendwo gerade runterspringen. Noch nicht. Ja! Okay. Guter Sniper. Jetzt haben wir seinen Hotdog geklaut.
Hier jetzt hinter der Ecke? Da oben. Ich glaube, da fällt er. Nee, doch nicht. Trebated. Oh, ich dachte. Ich auch. Da? Da kommt er runter. Saug ihn! Jetzt bitte nicht mehr den Angriffsknopf verwenden. Nein, Jan! Ich bin dumm. I'm sorry. Wobei, kommt er nicht sogar hier direkt, der Eisbär? Ja, ich soll ihn one-hitten. Komm, hau drauf. Wo bin ich? Da. Ich kann ihn nicht einsetzen. Hau drauf. Yo, der Schaden, den du machst. Das muss ich machen, mashen? Ja. Okay. Okay. Normale Gegner werden einfach davon zernichtet. Zernichtet. Ja, die werden nicht nur vernichtet, die werden zernichtet. Dann einfach durch. Das ist das zweite Level der Welt, ne? Mhm. Schon stylisch. Mhm. Beide. Moment, lass mich das eben da unten einmal noch holen. Mhm. Weil grün fehlen uns auf jeden Fall noch ein paar. Können wir zumindest hier einfach überall durchlaufen. Oder fallen. Ich habe nichts mehr gesehen. No! Ich wollte ihn in die Falle locken. Dann hat er sich auf dich konzentriert. Mhm. Eis. Hier. Cool. Darfst die Hälfte ablecken. Aber du nimmst immer nur so dumme Eissorten. Wer geht denn zur Eisdiele und bestellt dann eine Kugel Vanilleeis? Ja, ist auch lecker. Ja, natürlich, aber es ist so... Oh wait, das müssen wir mitnehmen, das Ding, ja. Für das Boot. Also wenn ich kann, bestelle ich mir... Also ich bin auch so jemand, ich würde auch Schoko und Erdbeer bestellen an sich. Aber wenn ich kann, bestelle ich auch gerne Himbeer. Nein! Nicht? Nein, wir hätten da gerade ausgehen sollen. Oh. Wir sind irgendwie beide auch sehr angeschlagen. Mhm. Jetzt so ein Eis. Ja. Aber wir hatten heute schon Eis. Ja. Eis geht nämlich immer zu jeder Jahreszeit. Deswegen haben wir auch eigentlich immer Eis in der Kühltruhe. Mhm. In irgendeiner Form. Ich kann nicht runter. Ich weiß nicht, bei uns im Tiefkühlfach ist eigentlich immer potenziell, wenn irgendwas Fleischiges ist, ist es da eingefroren. Ansonsten ist eigentlich immer Brot eingefroren auf Vorrat und halt Eis. Nice. Yay. Haben wir das auch? Wir hatten irgendwas geupgradet, ne? Irgendwas können wir den Kunde können wir upgraden. Wir haben nicht genug Sterndinger dafür. Okay. Aber wir werden jetzt hier wahrscheinlich schon noch ein paar... 3 Level wahrscheinlich noch, plus Boss. Die Frage, machen wir noch ein Level oder machen wir langsam Schluss? Wenn du noch ein Level machen möchtest, auf jeden Fall heilen. Ansonsten können wir einfach Schluss machen. Also heilen würde ich so oder so empfehlen, weil wir streamen jetzt ja auch schon wieder 3 Stunden. Wir haben echt viel Fortschritt gemacht. Mein Ziel war halt eigentlich heute nur die Wüstenwelt, weil ich mir dachte, gut, die Welten werden wahrscheinlich auch immer länger und gemeiner, sag ich mal. Mhm. Aber wir haben jetzt ja sogar noch mal in die Feuerwelt reingeguckt. Ja. Oh. Cool. Haben wir auch schon viele gerettet von denen. Ja, das stimmt. Nein! Du fällst wieder aus dem Bett. Mhm.
Dann können wir uns eigentlich wieder an unseren... Es ist besetzt! Hallo? Wir müssen uns... Hör auf, die Waddleys zu mobben. Wir müssen uns einen besseren Platz wieder suchen. So. Oh, okay. Bin runtergefallen. Was macht der hier so? Lesen. Ja, guck mal, hier ist noch was. Nein! Hier. Schon wieder! Warte! Ich krieg's nicht! Okay. Ist hier nicht irgendwo noch mal eine Parkbank für uns frei oder so? Hier unten. Hier unten, die da. Ah ja. Ja. So. Alles hier einfach besetzt, wie im echten Leben, wo auf jeder Parkbank einfach Rentner sitzen. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier heute Pause. Wir haben ja gut was geschafft. So, ich sag mal, anderthalb Welten ungefähr. Und wir können dann beim nächsten Mal, also nächste Woche, auf jeden Fall die... Wie hieß die Welt jetzt nochmal? Jetzt muss ich nochmal... Kann ich hier auch einfach... Wenn du die Welten-Dinger hier mit Plus... Nee. Egal, die Feuerwelt dann die einfach. Die Rothart-Welt. Ich wollte den epischeren Namen nehmen, aber gut. Die können wir auf jeden Fall beim nächsten Mal abschließen mit den restlichen Leveln, den Straßen der Schätzen und dem Boss und dann, wie gesagt, mal gucken, was noch so kommt. Aber ich fand, wir waren wieder sehr erfolgreich. Yes.